Guten Morgen! Bevor wir zum Thema des heutigen Tages, den Vorteil eines aktiven Geistes kommen, nur noch einmal kurz der Hinweis, dass der gestrige Videoeffekt, das Video findet ihr oben in den Infokarten, ja nicht beabsichtigt war. Aber ich bei der Wahl des T-Shirts bzw. der T-Shirt-Farbe meine Green- bzw. Bluescreen-Technik vergessen habe. Und ja, als ich dann das Video geschnitten habe, habe ich gesehen, dass da nur noch der Kopf zu sehen war. Und ich habe dann versucht, diesen Fauxpas irgendwie kreativ zu lösen. Das ist ausgehend von eurem Feedback nur suboptimal gelungen. Aber ja, ich habe einfach schlicht vergessen, dass das T-Shirt blau war. Und ja, da ich eben farbenblind bin, passiert das mal. Ich habe zwar nicht so viele T-Shirts, aber manchmal vergesse ich die Farbe. Ja, aber nun zum Thema des heutigen Tages, lebenslanges Lernen bzw. geistige Aktivität. Unser Gehirn ist ja zweifelsohne für die meisten Menschen eines der wichtigsten Organe. Umso verwunderlicher ist es, dass wir unser Gehirn oft nicht pflegen, sondern es schlichtweg vergammeln lassen. Ich drück's mal drastisch aus. Wie ein Gehirn aufgebaut ist und dessen neuronale Struktur, das ist sicher den meisten von euch bekannt. Zumindest die meine Videos schauen. Auch dass in den letzten beiden, würde ich schon sagen, ja, in den letzten beiden Jahrzehnten die Hirnforschung herausgefunden hat, dass das Gehirn durch Gedanken organisch bis zum Lebensende hin verändert werden kann. Das nennt man Neuroplastizität, das soll auch bekannt sein. Und trotzdem ist es immer noch so, dass ja, man eigentlich beobachten kann, dass die Menschen im Alter immer eindimensionaler werden, immer begrenzter. Ja, genau wie das Verständnis dafür da ist, dass man auch im Alter die Muskeln trainieren muss, so sollte es doch eigentlich auch sein, dass man ja, sein Gehirn trainieren sollte. Gerade aufgrund der herausgefundenen Neuroplastizität. Das war ein ganz großer Einschnitt in der Hirnforschung. Aber schaut euch mal ehrlich die Menschen an, vor allem nachdem sie so in den Berufsalltag gewechselt sind. Nach meiner Erfahrung und das, was ich sehe, fokussieren diese Menschen meist nur noch auf ihren Beruf, ihre Familie, ein, zwei Hobbys und ihren Freundeskreis. Und das war's. Und dieses bleibt dann über Jahrzehnte hinweg absolut stabil und führt dazu, dass man ja, als alter Mensch, wo man wieder den Freiraum hätte, sich geistig weiterzuentwickeln. Ich sage hätte, weil ich impliziere das, was die meisten denken. Ich habe einen Beruf und habe keine Zeit. Aber vielleicht kommen wir dazu nachher nochmal. Ja, und eben dann neue Dinge probieren könnten, aber sich dann eben auch nicht mehr darum kümmern, weil sie eben ja, so geprägt sind. Untätige Synapsen verkümmern in unserem Gehirn. Das ist wissenschaftlich ausgedrückt neuronale Ausdünnung. Und der Haupteffekt dieser neuronalen Ausdünnung ist, dass man die Chancen, sein Leben anders wahrzunehmen, immer weiter verkleinert. Und es für Menschen, die eben nicht jede Woche neue Dinge lernen und vielseitig interessiert sind und interessiert bleiben, es auch immer wieder schwerer wird, immer wieder mit jedem Tag die Lebensqualität wirklich nochmal zu steigern, sondern dass man sie allenfalls im Laufe der Jahre stabilisieren kann. Sie haben dann den ja, allseits bekannten Tunnelblick. Und eventuell mag der ein oder andere denken, dass er, wenn er Nachrichten schaut und YouTube-Kanäle verfolgt, dadurch geistig aktiv bleibt. Das hat aber wenig mit geistiger Aktivität zu tun. Zumindest mit dieser geistigen Diversifizierung, die ich meine, dieser Durchdringung, auch in der Breite. Die neurologischen Netze, die bedient werden, die sind ja, meist eben schon so fest, dass man die Informationen, die durchaus mannigfaltig sein können, schon gar nicht mehr allumfassend aufnimmt, sondern anhand seiner Denkstruktur und seinen Überzeugungen quasi ja, nur noch teilweise wahrnimmt, also sehr selektiv. Wenn ein Nazi in den Nachrichten hört, dass eine Ausländerin, nachdem sie vergewaltigt wurde, ihren Peiniger den Schwanz abgeschnitten hat, dann kommt im Nazihirn das Schwanzabschneiden priorisiert oder wird priorisiert. Eine Frau im gleichen Alter, die von der Ausländerin, die eventuell selber noch Missbrauchserfahrung hat, die wird sicher die Vergewaltigung im Hirn priorisiert aufnehmen. Also werden alle möglichen Nachrichten, die kommen zum einen durch das Medium, also durch die Selektion der Medien wie YouTube-Kanäle und zum anderen eben auch durch das Gehirn selber und dem Wertesystem, was sozusagen sich gebildet hat, vorselektiert. Viel anzuschauen und, oder viel auch nachzudenken, das bedeutet eben nicht zwangsläufig, dass man sein Gehirn und dessen neuronale Struktur flexibel hält, wenn es eben immer in dieselbe Richtung geht. Es kann sogar eben genau das Gegenteil bedeuten, nämlich dass man diese neurologischen Netze verfestigt. Auch das habe ich schon in einem anderen Video erklärt, wie das funktioniert. Und ja,
unflexibel wird und dann auch bleibt. Und genau das ist meistens der Fall. Die Leute denken, wie geistig aktiv sie doch sind, aber wenn sie alles in die gleiche Ideologie einordnen und für das bewusste Wahrnehmen von Andersdenkenden keinen Raum im Geist schaffen, dann beschleunigt das den neuronalen Verfall dieser untätigen Synapsen, die dann quasi überhaupt nicht mehr befeuert werden, immens. Selbst Jugendliche, die noch relativ viele Eindrücke bewusst wahrnehmen und auch durch die schulische Bildung vielseitig angeregt werden, verlieren bis zu 10.000 Synapsen in der Sekunde. Aber wir wissen auch im Gegensatz zu den Ansichten im letzten Jahrhundert, zumindest bis in die 90er Jahre hinein, dass die Neuronen im Hippocampus neu gebildet werden werden bzw. neu wachsen können. Diese Neurogenese, das ist der Punkt, in dem für jeden von Euch das Potenzial steckt, sein eigenes Leben, egal an welchem Punkt er ist, wieder neu zu aktivieren und ja, eine Flexibilität zu schaffen. Auch wenn man im Status quo relativ unflexibel ist. Durch das Abrufen dieses Potenzials kann man Instrumentarien anwenden, wie zum Beispiel vorgestern das Video zur Stressbewältigung. Das Video ist auch oben in den Infokarten. Ja, die einem eventuell durchaus zusagen, aber man den inneren Schweinehund ja irgendwie nicht besiegen kann, das auch mal real anzugeben oder es wieder vergisst, nachdem man das Video angeschaut hat. Ja. Man versetzt sich eben dann, wenn man dieses Potenzial abruft, wieder in die Lage, Risiken einzugeben, eben um neue Erfahrungen zu generieren, die ihrerseits neue Verschaltungen im Gehirn entstehen lassen. Der Wunsch nach Sicherheit, der wird vom Unternehmen und in den Medien immer gefördert und als etwas Gutes dargestellt. Es ist aber nicht gut. Es ist eine Manifestation des Egos und dass man seine Schilfchen ins Trockene bringen kann und man sich selber auch von der Umwelt immer abgrenzt mit diesem Sicherheitsdenken. Es gibt nur eine Sicherheit, die wirklich sicher ist, und das ist der Tod, und das ist auch gut so. Aber das wird kurioserweise nicht als gut gesehen, denn diese Sicherheit ist dann plötzlich nicht mehr erstrebenswert, weil sie das Ego tötet. Na, das verstehen wir auch alle. Das bedeutet, die generell oft postulierte Positivität des Sicherheitsstrebens ist nicht stringent, zumindest ihrer Natur nach betrachtet und nicht ihren Ausprägungen. Und wir können sozusagen demnach die grundsätzliche Theorie, dass Sicherheit per se gut ist, getrost von den Akten legen. Entweder so oder so, je nachdem aus welchem Blickwinkel man das betrachtet. Und genauso ist das gedankliche Sicherheitsstreben auch nicht gut. Zumindest, weil es immer so eine Verfestigung darstellt. Zumindest, wenn man eine hohe geistige Gesundheit, eine hohe Anpassungsfähigkeit und die Möglichkeit, bis zu seinem Tode aktiv zu bleiben und bewusst zu denken anstrebt. Warum gehe ich auf diesen Wunsch nach Sicherheit ein? Weil Menschen viele Gelegenheiten im Leben haben, die zwangsläufig auf einem zukommen werden, früher oder später, und diese nicht nutzen, weil sie sie relativ eindimensional betrachten. Was ja auch nicht verwunderlich ist, weil sie eben in diesem geistigen Friedhof der Beruf, Familie, Freunde Spirale drin sind. Gerade Ereignisse wie der Tod eines geliebten Menschen, der Verlust des Berufes oder das Erleiden einer Krankheit haben so ein ungeheures Potenzial, die Aktivierungsenergie, die nötig ist, um wieder ein von der Neurogenese generiertes Potenzial zu entfalten, bereitzustellen. Aber den Menschen wird eine Form von Sicherheit genommen und dann sind sie einfach nur unglücklich darüber. Ganz eindimensional, was passiert und ich bin unglücklich drüber. Wenn jemand stirbt, da weinen die Menschen oft nicht, weil der Mensch noch so viele glückliche Jahre hätte leben können, sondern weil ihnen etwas genommen wurde. Ganz eindimensional. Ich habe Schmerzen, ne? Mir wurde was genommen. Schaut euch doch mal die Diskussion an, wenn es um Selbstmord geht. Das ist ein voller Ego und Selbstmitleid geführte Diskussion, wo mit Worten wie Verantwortung und Gerechtigkeit umhergeschleudert wird, aber man letztlich einfach nur rumheult, weil man dem Kind sein Lutscher weggenommen hat. Nichts anderes sind diese Diskussionen. Ihr müsst das wirklich mal bewusst verfolgen. Es ist furchtbar, wirklich. Ja, also einfach letztlich nur eine Sicherheit, die weggefallen ist. Aber wer aktiv und geistig fit bleiben will und nicht in die graue Masse der sich selbst bemitleidenden, unbewussten Masse mitschwimmen möchte, der muss diese Situation, diese Chancen, die auch diese Situation sozusagen beherbergen, nutzen. Natürlich sollte man trauern oder darf man trauern oder wie auch immer das ausdrücken wollt.
aber dann eben auch das Beste draus machen. Wer natürlich noch in der Lage ist, tatsächlich seine geistige Aktivität einfach so wieder zu aktivieren, der muss nicht auf den Tod eines lieben Menschen warten, sondern der kann direkt heute damit anfangen. Wie geht das? Ja, fang einfach an, ein neues Instrument zu lernen. Fang an, dich in eine dir unbekannte oder nicht vertraute Wissenschaft einzulesen. Lerne eine neue Sprache, triff fremde Menschen, die deine Interessen nicht teilen und andere Ansicht haben, mit denen du in Diskussion trittst und wo du natürlich auch offen bist für das, was die Menschen dir zu sagen haben. Tu Dinge, die du vorher nicht getan hast und geh auch Risiken ein, weg von der Sicherheit. Du hast die Zeit nicht dafür, weil du in so einem Berufs- und Alltagsleben gefangen bist. Das ist das Argument, was ich schon wieder höre. Da musst du tatsächlich warten, bis ein geliebter Mensch stirbt oder du zum Beispiel Krebs bekommst und eventuell hast du dann nochmal die Möglichkeit, das Potenzial dann abzurufen. Ja, denn diese Aussage, ich habe keine Zeit, das wird ausschließlich, wirklich ausschließlich von unbewussten Menschen getroffen, die bereits ja, geistig schon auf einer Einbahnstraße mit dem Namen geistiger Verfall unterwegs sind. Jeder von uns hat 24 Stunden zur Verfügung. Man nimmt sich die Zeit für gewisse Dinge oder man nimmt sie sich eben nicht und man hat die freie Entscheidung zu sagen, ich gehe nicht dieser Arbeit weiter nach und ich kündige oder zu sagen, ich trenne mich von meinem Lebenspartner. Das ist ein Fakt und wer diesen bestreitet, der wird wahrscheinlich nicht einmal die größten Chancen des Lebens ergreifen können. Weil er im Endeffekt nur damit beschäftigt ist, seine Tränen voller Selbstmitleid zu trocknen. Eine hohe geistige Aktivität verbessert nicht nur die Lebensqualität, sondern verlängert im Übrigen auch das Leben. Also versucht jede Woche irgendetwas Neues zu initiieren, neue Bekanntschaften zu machen. Es war noch nie so einfach, dank Facebook und Co, selbst YouTube, die ganzen sozialen Plattformen, Instagram und wie sie alle heißen. Kauft Euch eine Trompete oder eine Flöte, bucht eine Buchflatrate oder kauft einzelne Bücher zu speziellen Thema, partizipiert an Online-Diskussionen bei YouTube oder in Diskussionsforen und ja, nehmt auch einfach mal zum Spaß den Gegenstandpunkt Eurer eigentlichen Meinung ein in einer Diskussion im öffentlichen Forum. Ihr könnt Euch ja mit einem anderen Nick anmelden oder diskutiert mit Euch selber im Geiste, geht das sozusagen ab, ne, versucht ein bisschen offener zu sein und macht Dinge, wo Ihr den Ausgang auch noch nicht wisst. Wo ihr alle Sinne schärfen müsst, um nichts zu verpassen. Wenn ihr selbstständig seid, meldet ein neues Gewerbe an und probiert Euch mal in einem ganz anderen Metier ohne vorherige Marktanalyse und Marktforschung. Einfach mal rein, zack, ne, was kann es denn kosten? Maximal Geld und Zeit. Ja, aber ihr macht Erfahrung, ihr bleibt geistig fit. Ihr lebt in der Form als Mensch mit Eurem Bewusstsein nur einmal und ich kann Euch wirklich nur die Empfehlung aus tiefster Seele geben, aus intensivster Selbsterfahrung. Lebt dieses Leben und was das bedeutet, das kann Euch keine Werbebotschaft oder kein Selbsthilfeguru vermitteln. Das müsst ihr selber herausfinden, was das für Euch bedeutet, Leben. Kreativ, experimentierfreudig und mit Leidenschaft. Und das ist ein wunderbarer Übergang zur Avocado. Jeder, der mich schon etwas länger verfolgt, wird wissen, es gibt ein paar Dinge, in denen ich auch sehr stark im Kopf verfestigt bin. Generell ja, möchte ich nur mal anmerken, dass wenn ich Videos zu Themen mache und auch Euch ein Ideal vorstelle, heißt das nicht immer, dass ich auch dieses Ideal zu 100% darstelle, ne? Nur weil ich Euch dieses Ideal vorstelle. Ich bin genauso so ein leidiger kleiner Wurm wie ihr. Ich habe dieselben Probleme und dieselben geistigen Konditionierungen zu überwinden wie jeder von Euch. Das wollte ich nur mal rausstellen. Also wie gesagt, der eine ist da weiter, der andere ist da weiter, aber nicht, dass ihr irgendwie denkt, hier, ich bin irgendwie ideal oder so. Ne? Also ich hab genau dieselben. Auf jeden Fall bin ich abgedriftet. Avocado. Der absolute Albtraum bisher. Aber man muss neue Dinge ausprobieren, da sind wir wieder ein Thema und versuchen feste Strukturen aufzulösen. Ich habe die feste Struktur Avocado ist Hass, ne? Aber naja, also habe ich wieder Avocado probiert und es hat mir zwar nicht geschmeckt, aber es hat auch nicht geschmeckt. Ich konnte das Gericht vollkommen verzehren und kann auch in Zukunft gerade bei den Rohkostpotlucks, wo ich ja oft zugegen bin, durchaus ja, mal dem Koch die Ehre erweisen, sein Gericht zu probieren und ja, ja meiner persönlichen Rohkostküche auch wieder so eine Form der Flexibilität hinzufügen. Also von daher ja, passend dazu auch das neue Level der Mission League 5. Wer sie noch nicht kennt,
oben die komplette Playlist aller Rezepte und aller Kanäle, das sind schon sehr sehr viele, die bisher mitgewirkt haben. Das größte vegane Kochbuch der Welt wird es irgendwann. Fancy World heißt sie, den Kanal habe ich ja, hier unten verlinkt und sie hat gefüllte Avocado gemacht. Das ist wahrscheinlich jetzt für mich na doch noch ein bisschen zu tough, aber ich verliere zumindest kein negatives Wort über diese fettreiche und geschmacksneutrale Frucht. Ja, denkt daran, nachher um 20 Uhr ist dann auch noch der Live-Talk und ja, da freue ich mich wie immer auf eure Themen, auf eure Gedanken und auf tolle Gespräche. Ja, bitte teilt mir mit, wie ihr eure geistige Gesundheit pflegt, das Aktionspotenzial sozusagen abruft und ja, was ihr von Eindruck habt von der geistigen Flexibilität eures Umfelds, vor allem nach dem Eintritt in die Berufswelt, das würde mich besonders interessieren, da habe ich so einen signifikanten Schnitt gesehen. Ja, wir sehen uns dann in den Kommentaren oder dann spätestens heute Abend 20 Uhr im Live-Talk wieder. Macht's gut, euer Christian. Tschüssi.